Leute, schaut Aliens Covenant. Das ist dein Einleitungssatz. Das ist mein Einleitungssatz, Leute. Scheiße, noch eins. Okay, gut, wir legen los. Splatoon-Folge sitzt. Sollten wir nicht damit beginnen, dass wir ein paar Level übersprungen haben? Ja gut, wir haben das letzte Mal, wussten wir nicht, wir haben einfach das erste Level genommen, was ja hier irgendwie in diesem Gebiet verfügbar ist, weil da, hier gibt es ja keine Reihenfolge, die so angegeben wird in dem Sinne. Man muss ja die Levels finden. Und ich habe jetzt alle Levels am Ende der letzten Folge noch gefunden. Also wir sind von der 16 auf die 20 gesprungen, deswegen müssen wir jetzt mit der 17 weitermachen. Genau, also ist ja egal, solange wir noch die letzten vier Levels fertig machen, die in dem Gebiet sind. Ja, ich glaube, das ist jetzt im Prinzip auch egal. Ja. Hauptsache, wir rocken hier die Bude, Freunde. Yo, ein Octo-Schütze. Die Bude rocke, kannst du jetzt mit dem großen Thema anfangen, was dir auf der Zunge brennt und was mir natürlich auch auf der Zunge brennt. Oh, das ist ein Scharfschütze. Ich erkenne das Visier von Dings, von Splatoon 2 Multiplayer. Du kannst ihn nicht erreichen von hier aus. Unmöglich. What the f***? Scharfschütze. Das ist auch der Scharfschützengerät, das du auch hast, wenn du im Multiplayer bist. Sieh mal, wie extrem cool das ist, oder? Wie weit das geht. Okay. Ah, du bist mit, keine Ahnung, 5 Schüssen oder so, hast du die Munition schon leer, die Tinte. Okay, ja, wir waren eben im Kino, ja. Also, für euch ein nahtloser Übergang, ja. Genau, perfekt. Ein nahtloser Übergang, aber wir waren im Kino. Und, oh boy, ja. War das ein Kinobesuch, ja. Ich, es gibt bestimmte Filme, bei denen man sagt, okay, man muss unbedingt mal so einen Film im Kino gesehen haben, ja. Für mich war das immer ein Tarantino, ja. Ich bin stolz, dass ich einen Tarantino-Film im Kino gesehen habe. Oh ja. Solange es noch Tarantino-Filme gibt. Ja. Man weiß ja nicht, wie lange das noch sein wird. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ja, und außerdem, Leute sterben irgendwann. Nicht, dass Tarantino in nächster Zeit ins Gras beißen wird, aber ja. Tarantino war ein Film, also war irgendwas von Tarantino waren halt eben Dinge, die ich unbedingt sehen möchte. Und ich habe einen Tarantino-Film im Kino gesehen, da ich zweimal Django Unchained. Hast du noch was gesehen? Hast du Hateful Eight im Kino gesehen? Hateful Eight habe ich auch im Kino gesehen. Django Unchained habe ich auch zweimal im Kino gesehen. Ja. Und ich bin bis heute noch der Meinung, dass die Kinoversion ein bisschen anders geschnitten ist als die Dingsversion, als die Django Unchained oder was? Django Unchained, ja. Dass die minimal anders geschnitten ist als die DVD-Version. Das kann wahrscheinlich sein, ja. Ja, ich bin nämlich ganz fest überzeugt, dass ich im Kino etwas ein bisschen anders erlebt habe, als es dann so beim nächsten. Ich habe den Film jetzt insgesamt schon 4 oder 5 Mal gesehen. Ja, ich also auch. Auf jeden Fall, Leute, falls ihr noch die Möglichkeit habt in eurem Leben, einen Tarantino-Film zu sehen im Kino, tut euch das an. Ja? Definitiv. Ja. Absolut. Definitiv, ja. Das wollte ich unbedingt in meinem Leben mal sehen noch. Okay, und ich wollte auch unbedingt einen Alien-Film im Kino sehen. Stimmt, Prometheus haben wir auch bei dir gesehen. Das haben wir auch zu Hause gesehen auf Blu-ray, ja. Und wir haben auch Alien allgemein alle Filme bei mir gesehen. Ja. Und stimmt, das war der erste Alien-Film, den ich auch im Kino gesehen habe. Genau, und es muss sein. Wow, wow. Oh, du hast den Dix getroffen. Ja, Alter. Oh, ja, das war geplant. Ja, ja, definitiv. Ja, und Leute. Noch eins, das war der... Boah, wow, das war eine Erfahrung. Definitiv einer der besten Filme des Jahres. Also ich bin total überrascht auch. Ich bin schon mit hohen Erwartungen reingegangen in den Film, ja. Weil ich bin tatsächlich einer der Leute, die Prometheus mögen, ja. Und für alle unsere Zuschauer, ja. Aliens, eine Filmreihe, die in den 80ern angefangen hat oder in den 70ern? In den 80ern. 70er schon. Echt? Okay. Ja. Beginnend mit Alien. Der zweite Teil war Aliens. Der dritte Teil hieß dann Alien 3, oder? Aliens kam dann in den 80er Jahren raus. Genau. Zwischen Alien und Aliens liegt. Vorsicht, nicht. Hell. Ah, okay, lauf also, doch! Also auf jeden Fall, erst kam Alien, liegt dann sehr kam viel Zeit Aliens. Zwischen den beiden Teilen. Genau. Alien, dann kam Aliens. Dann kam Alien 3 und dann kam Alien Resurrection. Und dann haben sie einen Prequel entwickelt, also den Vorgänger zu Alien. Und der hieß Prometheus. Also nicht mal Alien im Titel. So, und der Nachfolger von Prometheus ist jetzt Alien Covenant. Und dieser Film ist ab morgen im Kino. Wir haben die Preview gesehen heute im Kino. Zu der Zeit wird er schon längst draußen sein oder vielleicht schon ja, gelaufen schon. Der wird schon nicht mehr im Kino sein zu dieser Zeit. Aber ich sage euch, schaut euch einen Alien-Film an, falls doch noch einer im Kino kommt. Ja. Aber ja, ich definitiv. Bezweifle, dass der irgendwie an die Qualität jetzt noch... drankommt, aber lass uns überraschen, ja. Was kommt an die Qualität dran? Ich weiß nicht, ob noch ein Alien-Film an die Qualität von Alien Covenant drankommen kann jetzt. Noch einer.
Wir haben die Latte jetzt gemessen. Ich hab ja auch nicht damit gerechnet, aber... Und das wahrscheinlich werden viele das auch gar nicht so sehen. Anscheinend sind die Meinungen ja schon sehr gespalten, was Alien Covenant angeht. Weil ja. Ich nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, gehen jetzt alle total drauf ab. Aber anscheinend noch nicht so. Ja, also, falls ihr jemanden trefft, dem Alien Covenant nicht so gut gefällt, ja, dann sagt ihm die magischen Worte, die es in einer solchen Situation zu sagen... ...off. Ja. da das ja ausgepiept wird, ja. Das ist das F-Wort und dann dahinter das Wort off, ja. Im Englischen. Gut, wisst ihr Bescheid, ja. Das ist definitiv, das ist mein pädagogischer Ratschlag in dieser Situation. Meine Fresse, war das ein guter Film. Alter! Ich hab tatsächlich Momente gehabt, und das ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich Momente gehabt habe, wo, Chris Duckmann hat es schon ähnlich beschrieben, aber wo ich tatsächlich, kannst du so nicht erreichen, ich glaube, du musst auf die Platte da drauf. Der dreht's ja die ganze Zeit. Das Ding deutet doch an, ob du ihn treffen kannst oder nicht. Mann, Steuerkreuz. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Ja. Jedenfalls, Chris Duckmann hat es schon eben eigentlich ganz gut beschrieben. Ich habe dieses Jahr schon einen Film erlebt, bei dem ich tatsächlich aufgehört habe zu atmen, gefühlt. Und das habe ich ja schon gestern erzählt. La La Land. Und ja. Das hatte ich in dieser Situation auch. Also ich hatte jetzt hier auch das Gefühl, dass es so zwischendurch Momente gab, wo ich aufgehört habe zu atmen tatsächlich. Weil dieses intensive Momente waren. Und ich möchte auch nicht über den Inhalt des Films sprechen, weil das lasse ich überraschen. Es ist einfach nur anzuraten. Ich habe selten so einen, also schon lange nicht mehr, muss ich sagen, so einen spannenden und verstörenden Film gesehen. Ja. Und das ist schon echt, also ich finde, das soll schon was heißen. Also ach so, ja. Bei mir ja. Heißt das schon, was? Ich hab, ja, glaube ich. Ich guck ja viel Horrorfilme, du ja auch. Und manche sind gut, manche sind halt nicht so gut. Ah, du kannst da unten hin übrigens, ja? Ah, stimmt. Oder kannst du. Nee, kannst du nicht nass machen. Du musst schon so springen. Ja. Auf jeden Fall, das ist schon. Okay. Was Besonderes gewesen in meinen Augen, dieser Film. Also, sowas ja. Habe ich lang nicht mehr erlebt. Na, shit. Du hast gleich keine Zinti, weil du musst das hier regeln noch. Du musst die Wand noch färben, bevor du. Genau, jetzt musst du da hoch. Und du musst von dort aus springen dann. Wahrscheinlich in einen Squid Jump. Okay. Also färben, Squid Jump rüber. Ja, und ich denke, wir sollten doch lieber sagen, ja, für diejenigen, die es jetzt nicht nachgoogeln möchten, es ist ein Science-Fiction-Horrorfilm. Das sollte, glaube ich, noch gesagt werden. Ja. Ja. Und ja. Ich glaube, jeder, der Alien kennt, der wird wissen, was auf ihn so ungefähr zukommt. Und selbst ja. Dann wird man, glaube ich, noch sehr positiv überrascht, finde ich. Oh, wenn man okay. Keine Ahnung von Alien hat, dann sollte man vorher sich die anderen Filme angucken. Ich rate euch, Alien zu sehen schon mal, ja. Man wird auch so, glaube ich, sehr viel Spaß an dem Film haben und, glaube ich, voll abgehen. Ich habe ja hier das Buch, so ein Reklambuch, ja, für Filmwissenschaftler, ja, in dem Sinne. Und da geht es halt eben die Geschichte des Horrorfilms. Und der wird da beschrieben von halt eben den Anfängen bis, wow, der sieht durch Decke. Ja. Und der denkt dann, der macht die Schwämme weg, ja, wenn er sie trifft. Ja. Auf jeden Fall, da wird von den Anfängen gesprochen und Alien ist tatsächlich ein Film, der in diesem Buch erwähnt wird, auch intensiv. Weil ich glaube, da gab es schon einen großen Shift in der Horrorindustrie. Ja. Du musst einen Schlag rüber, ja. Genau, jetzt rüber springen in einem Jump. Musst du. Also nicht mal hoch, sondern nur rüber. Jump. Und noch einer. Okay, sehr gut. Boah, also ich habe das Ding getestet, diese Waffe, ja, dieses Scharfschützengewehr. Das macht dich mit einem Treffer, bist du weg. Oh, das ist eine ja. Gute Idee mit den Granaten. Oh. Ja, wenn du die Granaten da drauf werfst, dann. Ne, auf die Dingsplatte. Auf den anderen Schwamm meine ich. Ach, oh. Ist schon hoch drin. Jetzt wäre eine Instant-Bombe ziemlich gut gewesen. Immer noch nicht. Ach, ich glaube, das ist zu weit. Ja, okay, das wollten wir noch sagen, wenigstens. Ja, also nicht unbedingt zu viele Worte verlieren, aber dieser Film war definitiv grandios. Absolut. Also, ich kann mich dem Ganzen, was das funktioniert so nicht. Unser lieber Herr Lehrer gerade gesagt hat, nur anschließen.
Okay, versuch mal folgendes, ja. Also nur so als, als ein Vorschlag, ja. Denkst du, du kannst einen Squid-Jump darüber machen, auf die mittlere, und kannst ihn von da aus treffen? Weil er wird ja nicht schießen, wenn du Squid-Modus bist. Oh Gott, ey, das ist aber voll krank. Ja, er wird's ja nicht machen. Du kannst ihn treffen, glaube ich, von dort aus. Wenn du im Squid-Mode bist. Ja, wahrscheinlich. Okay. Wird jetzt echt. Naja. Aber ich muss ihn halt ablenken. Damit kriege ich ihn dann. Okay, ja. Puh, jetzt so. Wird's. Und es ist recht, schon recht spät. Es ist jetzt Mittwoch inzwischen und unsere Woche neigt sich bald dem Ende zu. Wow! Na, ist nicht gesprungen, klar, ist nicht gesprungen. Klar. Er ist das nicht war gesprungen. Klar. Er springt halt eben nicht. Oh, na klar. Ja. Woche neigt sich langsam dem Ende zu. Das ist schon. Wir haben noch ein großes Projekt vor uns, was wir anfangen möchten, wenigstens. Naja. Was denkst du, komplettieren? Na, gucken wir mal. Ja, also ich würd jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob wir wieder 3D World bis 3 Uhr nachts durchhalten. Bitte, Leute, wir opfern uns auch für euch, ja. Just for you, because we love you. Oh, fuck. Genau, Seppi tut sich diesen Kram hier nur an, deswegen an. Und weil wir. So, jetzt möchte ich erstmal hier. Und weil wir unbedingt mal wissen wollten, wie Splatoon ist. Ich glaube, hätten wir dieses Let's Play hier vor 2 Jahren gemacht oder so, ja. Also, wenn wir noch kein Let's Play-Channel hätten, ja. Wäre das natürlich sehr viel krasser angekommen. Weil Splatoon ja jetzt gerade. Na gut. Das ist krass. YouTube hat anscheinend, also der Completions hat darüber gesprochen, YouTube hat seinen Algorithmus verändert, indem. Jetzt Videos nur dann vorgeschlagen werden, wenn Horror dabei ist oder ob wenn Dings dabei ist, wenn die Spiele sehr, sehr aktuell sind. Hm. Okay, sehr gut! Oh, jetzt! Badging Bam! Oh, yes! Wow. Hat sich gut angefühlt? Wow, yes! Okay, jetzt kommt die letzte Passage mit den Viechern. Boah, das war echt hardcore. Boah, 3 hardcore. Stück sehe ich jetzt schon. Aber macht trotzdem mal was Neues, nicht immer nur diesen Anschleichkram. Ja, das ist halt eben. Jedes Level hat sein Thema, weißt du? Das ist mir auch. Ja. Aber wenn man es immer nur so auf das hier beschränkt. Ich finde schon, dass jetzt viel auf den Multiplayer-Modus schon vorbereitet wird. Wir haben Levels gehabt, wo du halt eben die Torpedo-Gegner hattest. Das sind die halt eben die. Oh, okay, klar. Das sind halt eben klare. Shit. Immer verschiedene Bastard. Waffen, die im Fokus stehen im Multiplayer. Du brauchst gar nicht so viel Risiko, du hast jetzt einen Treffer, kannst du einstecken. Jetzt. Boah, Alter! Nicht so wenig Risiko, du kannst ruhig ein bisschen mehr. Ja, mach ruhig. Ich werde mal das mit Granaten probieren. Werf doch nicht, du kannst ihn von da aus nicht treffen, oder? Den Gegner. Also auch wenn du da stehst, kannst du ihn nicht treffen. Du musst schon nach links gehen, glaube ich, zuerst. Ja, wahrscheinlich. Granaten schon mal. Ja, wir kaufen schon noch die Sofortgranaten. Oh mein Gott, bleib doch mal da liegen, du Schlappgesicht. Okay, Seppel geht's gut. Bam. Kannst mir die sehen. Und du kannst ihn, warte, mal ein bisschen Schrank kurz runter. Nee, kannst nicht treffen. Oh, shit. Und du spielst ein bisschen zu vorsichtig. Naja, was soll ich machen? Du bist instant death. Guck dir mal die ganzen Wichser da an. Keine Chance. Ich würd's hinkriegen jetzt. Nö. Sehr schnell sogar. Du, acht auf dein blödes Steuerkreuz, Mann. Ja, ich weiß. Ach komm! Wie? Wie kannst du mich hier treffen, du Schlappschwanz? Bastard, aber das verhält sich halt eben so. Oh Mann, ey, ernsthaft. Ja. Unnötig. Jetzt die tolle Folge, in der wir über Alien Covenant reden. Darüber redest du jetzt hier. Also jetzt machst du hier was, ja. Ja. Ach, dich! Dich, Mann! Mit deiner Scheiße da! Okay, unsere Nachbarn. Oh Mann! Freuen sich, ja. Das ist, völlig unnötig! Es ist 1 Uhr nachts fast. So ein Dreck! Off, verdammt nochmal. Ich würde gar nicht probieren, nach oben zu gehen. Na klar, was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen? Hier unten bin ich tot. Bist du nicht. Da kann ich nicht lang gehen. Vor allem nicht mit dem Sniper da.
Ey, völlig übertrieben. Ich glaube, du kannst dem Sniper sehr viel besser ausweichen, als du denkst. Aber das gehe ich nicht eines Risiko. Vor allem, wenn ich mit einem Schlag tot bin. Du hast zwei Schläge. Du hast deinen Helm auf. Einen Schlag wirst du auf jeden Fall überleben. Ja. Was soll ich denn machen? Ich würde los. Also erstmal jetzt Squid Mode. Soweit es geht dahin. Okay, die Uhr. So. Soweit es geht dahin. Let's Ding ja fertig machen. Siehst du, der Sniper hat es nicht erwischt. Stress, ey. Ja, dich. Geh zurück, und jetzt, Bastard. Jetzt würde ich das Gebiet wieder mit der Granate ein bisschen einfärben. Oh, oder sie. Kannst du, meine Güte, dich. Ganz cool. Nein, es kotzt mich gerade an, diese Scheiße hier. Granate, dann ist er tot, oder? Na okay, es hat nur sein Dings kaputt gemacht. Vielleicht jetzt. Ja, kannst du eine Granate werfen? Nee, das ist noch nicht. Shit. Noch nicht so gut. Okay, jetzt hast du ihn. Das kann er nicht überleben. Nein, nein, ich meinte nicht mit Granate, sondern mach einen Jump. Ja, aber ich will. Jump drauf los. Na, das. Was? Was? Willst du mich verarschen? Du bist gar nicht gestorben davon von dem Wie Angriff. Wie kann das denn nicht treffen? Wie kann er nicht. Du hast nicht mal deinen Schutzschild verloren. Vor dem Eintreffer. Ja, aber trotzdem, wie kann das denn nicht treffen, ey? Boah, dreckiger Wichs hier. Stress. Ja, ey, mein, wie kannst du mich sehen? Bastard, du okay. Ich bin übelst aggro-grad. Das fickt mich so dermaßen auf. Das merke ich. Unfassbar. Wir hätten vielleicht doch ein bisschen noch Tetris Online spielen sollen. Du mal deine verdammt hässliche Mutter. Entschuldigung, wie bitte? Ach, ja, genau. Hause. Natürlich bringt das nichts. Alles Sniper, sind alles ja, einfach, Sniper. Geh einfach so weit wie es geht da vorne an die Kiste. Naja, das sagst Warte, du. Bleib einfach an der Kiste da vorne. Mann! Ist okay. Einfach im Squid Mode, so weit wie es ja, geht. Ja, ja, ist schon klar. Schau doch einfach, du kannst jetzt warten, du kannst ruhig sein. Okay, hier, das habe ich nicht gesehen. Aber trotzdem. Kannst du da oben eine Granate entwerfen? Ich meine zu dem rechts von dir. Ja, aber ich mach erstmal das hier. Weil das ein bisschen. Ist. Der Kerl ist super weit entfernt. Ja, okay, die Granate fliegt auch wie so der Wichse. Mhm. Keine Chance. Ich glaube, ihr kennt sich mit dem Wichswerfen aus. Ja. Und kann ich euch mal treffen oder ist das auch wieder so eine. Nee, geht nicht. Okay. Geht das? Nee. Ah, Instabombe. Gut, ja, du musst. Perfekt gewesen hierfür. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht trifft. Das ist so jämmerlich. Wir sind voll weit weg von denen, Mann. Das sieht überhaupt nicht weit weg aus. Weiter, weiter, viel, viel näher dran. Ich würde einfach eine Granate jetzt erstmal werfen. Ist auch eine ich kann es ja mal probieren. Der ist weg. Ja, okay. Okay. Jetzt muss der Weg da oben sogar noch fast jetzt gefärbt sein. Okay. Ja, der ging einfach, den kriegst du super einfach hin. Okay, na gut. Oh, den habe ich nicht gesehen. Aber okay, das ist kein Problem. Mhm. Und die beiden letzten, die kannst du sogar fast mit der Granate erwischen. Ja, ja. Eigentlich schon. So, zack. Oh, der ist noch erhöht, okay. Das stimmt, ja. Ja, gut, gut. Gut, läuft doch. Lüft, et lüft. Oh, aber das war echt eine Stressphase da unten. Was? Das okay. war echt eine Stressphase. Ja, was? Das was in deine rein, so, keine Bastard. Mehr. Jetzt kannst du einfach den Lexowels holen, komm. Warte, oh, fertig und die Folge ist vorbei, Alter. Dann ist alles gut. Das hat mich echt gestresst. Ja, das merkt man. Huh. Das Gamepad wurde mir übergeben, ganz stolz und ganz offiziell. Jambalaya. Jambalaya, Wieso siehst Jambo. Du da nichts? Achso, weil das gerade die Cutscene war. Okay, ja. Ich habe mich schon gefragt, ist das Ding jetzt aus oder was? Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssen.